Ich war mir hier, ich war. Capture is traitor. Darf ich? Mach, schieß. Ey, was? Was ist das für ein Detektiv? Was ist das für ein Detektiv? Er schießt auf mich. Selbst ja, du, schuld, ich hätte nicht geschossen. Halt, zum Beispiel ist auf jeden geschossen. Moin YouTube, ich bin's wieder, Skiller. In diesem Video zeige ich euch Gameplay, wo ich mit 7 oder 6 anderen Freunden TTT gespielt habe auf der Map von Trimax. Also die Map, die seine Mods gemacht hat. Und ja, bevor das Video anfängt, wollte ich euch noch sagen. Ganz kurze Frage. Ich heiße S-Killer. Und ich wollte fragen, ob ich meinen Namen zu S-Killer zusammen, ich blende es euch hier ein, S-Killer umbenennen soll. Also ich finde, das sieht irgendwie geil aus. Das klingt auch geiler. Weil manche sagen auch Skiller, manche sagen S-Killer zu mir. Und ich würde gerne dieses S-Killer vielleicht haben. Aber ich bin mir da immer noch so unsicher. Deswegen würde ich eure Meinung brauchen. Hier oben rechts auf dem Bildschirm, auf der Infokarte habe ich eine Abstimmung. Einfach abstimmen. Ich werde es mir überlegen, aber eure Meinung wird mir da auf jeden Fall helfen. Sorry, dass so lange keine Videos kam. Ich versuche mich jetzt zu bessern. Ich werde bald anfangen zu arbeiten, dann wird es noch schwieriger. Aber ich hoffe, dass ich dann mir irgendwie ein geiles Setup holen kann. Facecam, falls ihr das sehen wollt. Schnacken wir auch nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt und euch meine Art gefällt, lasst einfach ein Abo da. Ich küsse euch. Viel Spaß mit dem Video. Zum Modus D, Detective. Es spawnt ein Detective im besten Fall. Der hat dann diese Silence-Waffe mit die Silence-Pistol, Sculptor Air, Boogie Bomb und die normale Pistol. Die Traitor, also die Terroristen bzw. die Täter, die Mörder, haben hier diese Waffen. Grüne Pistol zur Deckung, Armbrust, Silence Pistol in lila und den Grappler, damit sie in den Traitor-Raum kommen. Es gibt einen Traitor-Raum mit noch besseren Waffen. Und die Innocence, also Innocence bedeutet Unbeteiligte, Unschuldigte bzw. Zivilisten, die haben einfach nur die grüne Pistol. Das ist der Großteil, also S-Born. Innocence, Detective und Traitor im besten Fall. Wir waren halt nicht so viel, dass jede Runde alles gab. Und die Traitor müssen die Innocents und Detectives töten, damit sie gewinnen. Und die Innocents und Detectives müssen herausfinden, wer die Traitor sind und sie töten im besten Fall. Und dann gewinnen die Innocents bzw. Detectives. Kein Bock unten. Also, ich bin Innocent! Ich auch. Ich hab die falsche Tür aufgemacht. Immer die falsche Tür aufmachen, Bruder. Also Leute, ich hab lange gelootet. Mann, das ist doch behindert! Oh, Digga, ey, diese, immer dieses Kribbeln, ob man stirbt, wenn man landet oder nicht. Huch! Schatze, das noch nie, ich bin noch nie gestorben. Ja, ich bin die letzten Mal nicht einmal gestorben. Ich weiß jetzt, wo ich landen muss, damit ich nicht sterbe. Ja, genau in der Mitte. Nee, nicht genau in der Mitte, da bin ich auch schon gestorben. Aber nee, Digga, ich bin jedes Mal. Ey, wer schießt auf mich? An den äußeren Schuss auf mich, Schuss auf mich. In der Mitte so. Junge, welcher Bastard schießt auf mich? Wir sind doch gerade erst gespawnt, Digga, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Ja, aber ich ist nur ein Schock. Das kann man doch nicht bringen. Ja, ja, hat er auch gefragt. Ja. Wer ist nochmal hier, ja. Ich bin tot, haut rein. Ich wurde von Grün angeschossen, ich wurde von Grün mit dem Schild hinten und von Sarah angeschossen. Ich hab 2 AP schon wieder, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Hä, wieso das war denn? Wieso habt ihr geschossen? Warum auf wen? Wieso tötet ihr euch alle? Weil alle, die auf mich geschossen haben, mich jetzt gekillt haben, ist mir scheißegal. Hey Junge, ist doch auch wieder unnötig, ne? Hä? Die schießen mich auf 2 AP runter, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also. Ist ja nicht mal böse gemeint, aber wenn man auf mich einfach ohne Grund schießt, ohne irgendwas zu sagen oder sonst was. Ja, was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht.
Ich hab Angst! Ja, du, wir beide noch, aber ich hab Angst vor dir. Als Maul, Junge, als Maul, ich hab dich nicht einmal gesehen. Passt doch. Denk ich hab Angst vor dir. Wer ist der Messe? Warte, ich guck jetzt, wer oben steht, Alter. Ich glaube, oben steht dunkler Reisender und nochmal irgendjemand. Oh ja, guck mal kurz, du hast einen schönen Sniper, Digga. Ja, guck mal kurz. Wer hat einen Sniper? Alter, Digga, du hast Laus wieder nicht, ich finde scheiße, Alter. Es lebt auf jeden Fall eine Person noch mit uns zwei. Sicher? Ja. Fabi! Wo ist der Bastard? Fabi? Fabi! Wer redet nicht? Tim! 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 Es war reine Intuition. Oh mein Gott! Mutter. Ich hab 2 HP! Ich bin runtergefallen! Geh weg von mir, ja? Oh, ich. Du gehst weg von mir jetzt. Du seid die beiden. Ja, irgendjemand hat es auf dem beim Schnee auf dem Dach drauf und hat mich geballert. Ey, nein, ich schwöre, ich war das echt nicht. Ich hab das selber gehört. Ja, wahrscheinlich, Digga. Du warst oben neben dir und ganz weg, Alter. Ja. Guck, ich hab das nicht gemacht. Oh, der verdammte rumspammt, Mann. Ohne Witz, wirf doch eine. Lebst du noch? Wer ist jetzt gestorben? Oh nee, Digga. Bin ich auf Verdrum wieder, oder? Wer hat die Landung vermasselt, Digga? Welcher Keck vermasselt da die Landung? Ich würde grad so gern abdrücken. GG. Wir waren bei dir, Traitor. Digga, ich nehme das sowieso nicht mehr. Die werden da 5-mal diese Teile gewonnen. Ich werde die letzten 3 Runden von den Teilen geflutet. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Falls ihr ein Best-of von dem TTT zocken sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe da, glaube ich, 3-4 Stunden Rohdatei, was ich noch schneiden könnte zu einem Best-of, aber das ist sehr viel Arbeit. Deswegen will ich erstmal wissen, ob ihr es sehen wollt. So, natürlich, ich würde es gern machen, aber ich will es nicht machen, wenn es am Ende doch keinen juckt. Ist sehr verständlich, hoffe ich. Es kommt so komisch rüber, aber ich glaube, es ist logisch und verständlich, wie ich das meine. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen, Like und Kommentare und die Abstimmung in der Infocard. Nicht vergessen. Checkt mein Video Stream Best Of. Sie ist in der Outcard bei letztes Video verlinkt. Checkt es ab. Es ist geil. Ciao.